Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe eine intelligente Knete. Eine ferromagnetische, die hatten wir ja schon häufiger. Die waren meistens schwarz, aber ich glaube, diese hier ist so bronze- oder goldfarben. Die ganz klassische intelligente Knete, die wir hier schon häufiger vorgestellt haben. Und hier unten steht jetzt aber original Thinking Putty Made in USA. Ich glaube, das ist neu, dass das hier unten drauf steht. Zerreißt, zerbricht, springt. Und ist dehnbar und BPA-frei. Sonst sieht das immer so aus wie immer. Also man kann die ja mit dem Hammer zerschlagen. Das haben ja auch Nina und Kahn schon mal ausprobiert. Man kann die auseinanderreißen. Man kann die springen lassen, auseinanderziehen und auch Sachen daraus formen. Intelligente Knete ist nicht klebrig, fettig oder schleimig und färbt beim Kneten nicht auf die Hände ab. Trocknet nicht aus und das ist eine tolle Spielerei für jung und für alt. Und das können wir einfach nur bestätigen. Das ist nicht nur was für Kinder. Das finden auch Erwachsene total toll. Jetzt werde ich die einfach mal öffnen und mal schauen, wie die aussieht. Die ist Gold. Ich dachte so ein bisschen bronzefarben vielleicht, aber die ist richtig goldfarben. Wow. Oh, das sieht so cool aus. Also richtig Gold. Wie pures Gold sieht das aus, obwohl pures Gold habe ich noch nie gesehen. Aber so stelle ich mir pures Gold vor. Wohl eine Goldkette habe ich schon mal gesehen. Aber keinen Goldbarren. Oder ein goldintelligente Knete. Ah, schaut mal. Da ist so ein runder Magnet drin. Wie kriege ich den da überhaupt raus? Der wird hier so reingesaugt. Hier ist es jetzt so ein bisschen dunkler. Und es ist so eine Magnetscheibe. Der ist auch richtig stark. Ich wollte es euch gerade mal zeigen. Der ist mir schon aus der Hand geflogen. Also ein ganz starker Magnet in rund. Sonst war da immer so ein kleiner Magnetwürfel dabei. Also das ist auf jeden Fall schon mal neu. Und hier sieht man es wieder. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da sind immer so kleine Metallpartikel. Die werden davon angezogen. Und das sieht man, dass es dann hier besonders dunkel ist an der Stelle. Und hier hinten, so einmal wieder lösen. Zum Beispiel hier, da ist es nicht ganz so stark magnetisch, weil die ganzen Partikel, die angezogen werden, hier sind. Und wenn man genau schaut hier, da sind auch so kleine Partikelchen, die sich abgelöst haben. Kleine Metallabriebe. Boah, die sieht so cool aus. Ich mag ja auch total gerne diese Goldglitzerfarbene, die wir haben. Und die ist auch so schön hier. Einfach von den Farben. Also es erinnert mich wirklich wie in so einem Märchenfilm an so eine Goldkugel oder so. Deswegen habe ich eben gesagt, sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall neu und sieht total wertvoll aus. Lässt sich sehr gut kneten. Manchmal sind die so ein bisschen härter und diese ist eher eine der weichen, die man so gut hin und her kneten kann und auch so platt streichen kann. Und die schimmert. Wow. Man kann sie hier auseinanderziehen. Wie immer. Mal schauen, ob die auch auf dem Tisch springt. So. Ui. Ja. Springt sehr stark. Aber im Moment ist ja noch hier innen drin die Magnetscheibe. Die hole ich mal raus. Mal schauen, ob der dann besser springt. Weil gerade war das ganz schön schwer. Das ist richtig so auf den Tisch gekracht. Ja, doch. Bisschen leichter jetzt. Und da habe ich auch schon wieder die Scheibe eingesammelt. So, was haben wir denn hier noch? Also, ich habe schon getestet, ob sie auseinanderreißt. Zieht sich gerade, aber, muss ein bisschen kräftiger. Dann reißt sie auf jeden Fall auseinander. Hier ist eine richtige Rissstelle. Springen lassen habe ich schon probiert, auseinanderziehen. Und man kann daraus auch etwas formen. Mal schauen, was ich forme. Vielleicht ein Herzchen. Naja, so ein schönes Herzchen ist es noch nicht. Aber man kann auf jeden Fall, wie ihr seht, da auch gut was raus formen. Lässt sich gut hin und her bewegen. Ja, jetzt erkennt man doch, dass es ein Herzchen ist. Könnte wieder eine meiner Lieblingsknetmassen werden. Ich habe ja schon ein paar Mal auch so meine Favoriten gezeigt. Also die ist echt toll, die sieht schön aus. Super viele Schimmerpartikel mit drin. Ist magnetisch, also hat tolle Fähigkeiten. Deswegen nennt sie sich auch intelligente Knete, weil die einfach ein bisschen mehr kann als andere Knetmassen. Ist schön weich zum Kneten, also ich bin begeistert. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für ferromagnetisch in Gold. Wie gefällt euch die Knetmasse? Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Kanntet ihr die schon? Habt ihr so eine schon mal gesehen? Oder habt ihr vielleicht schon mal einen Goldbarren gesehen? Könnt ihr gerne unten reinschreiben. Sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Gerne die anderen intelligente Knete-Videos. Wenn ihr die noch nicht kennt, schaut mal rein. Wir haben schon jede Menge intelligente Knete hier auf dem Kanal vorgestellt. Und sonst natürlich auch unsere vielen anderen Spielzeug-Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!